Paris ist für Antonia Rados nur ein kurzer Zwischenstopp auf dem Weg nach Bagdad. Seit einem Jahr berichtet sie aus dem Irak. Menschen und politische Brennpunkte sind ihre Themen. Seit 1978 bereist sie die Welt. Ich bin irgendwie 24 Stunden Journalist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man Journalist ist, 3 Wochen lang in Bagdad dann zurückkommt und dann hängt man seinen Beruf an. Entweder man macht das voll oder man macht es überhaupt nicht. Die RTL-Korrespondentin macht es aus voller Überzeugung und immer mit kleinem Team. Sie schneidet ihre Filme selbst, bleibt dadurch flexibel und kann sich auf die extrem schwierigen Arbeitsbedingungen wie während des Irakkrieges einstellen. Ihr damaliger Arbeitsplatz war ein 10 Quadratmeter großes Büro. Das werde ich Ihnen zeigen. So. Die Möbel kauft man am billigsten am Markt und liefern lässt man sie am besten zwischen 2 Sendungen. Aber nicht alle haben auch tatsächlich ein Büro im irakischen Informationsministerium. Das Hauptquartier hunderter ausländischer Medien ist völlig ausgebucht. Moderne Kriegsberichterstattung ist der Gefahr ausgesetzt, der Propaganda, die altmodische Berichterstattung war das genauso. Das ist einer der größten Probleme, die wir tatsächlich haben, die wir nicht verschweigen sollten. Wir müssen uns aber auch fragen, was ist die Alternative? Dass wir uns alle verabschieden in dem Moment, wo der erste Schuss fällt und sagen, wir haben beschlossen, überhaupt nicht darüber zu berichten. Das geht nicht. Die Suche nach Wahrheit beschäftigt sie während der Tage des Krieges. Sie sitzt mittendrin, ohne genau zu wissen, was passiert. Unmengen an Informationen prasseln auf sie herein. Ihre Aufgabe besteht darin, die richtigen und wahren herauszufiltern. Die organisierten Journalistenreisen bringen Antonia Rados zu zivilen und unschuldigen Opfern des Krieges. In Krankenhäusern, zumindest in nicht-militärischen Bereichen, dürfen Journalisten frei filmen. Verletzte Kinder, so hofft die irakische Propaganda, sollen der Welt den Schrecken des Krieges näher bringen. Auch die Kriegsreporterin ist vom Anblick der Opfer berührt. Wenn Sie in ein Krankenhaus gehen und Zivilisten sehen, also unschuldige Zivilisten, dann ist also Ihr Herz sofort auf dieser Seite. Ein Kriegsreporter ist aber nicht nur dazu da, sozusagen seine Emotionen zu zeigen, sondern er muss immer abwägen. Und ich versuche immer, in der Mitte zu sein. Und der Kampf, der echte Kampf des Kriegsreporters ist der Kampf gegen die eigene Emotionalität. Paris und Luxus gegen Bagdad und Krieg. Diesen Kampf hat sie für sich entschieden. Paris bedeutet ihr sehr viel, aber sie freut sich schon wieder auf die nächste Reise nach Bagdad. Sie empfindet es als Privileg, aus Bagdad berichtet zu haben. Hier habe sie ein großes Stück Geschichte miterlebt. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen jedoch waren sehr hart. Die Zuschauer sahen nur selten etwas davon. In Bagdad sind wir jetzt verbunden mit unserer Reporterin Antonia Rados. Antonia, ist in der Stadt etwas von dem schnellen Vormarsch zu spüren? Gibt es auch Neuigkeiten vom Flughafen selber? Ich glaube, Sie werden jetzt mich nicht mehr sehen. Wir haben gerade einen Stromausfall. Ja, jetzt geht es wieder. Nach irakischen Angaben ist das einer der Orte, wo der amerikanische Vorstoß in die irakische Hauptstadt zurückgewiesen wurde. Let's go! Bis heute starben 17 Journalisten im Irak. Jeder hat Angst und das ist keine Frage von Mut. Ich selbst, ich persönlich, weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie ich damit umgehe. Also ich meine, ich kann mich nicht selbst beobachten und sagen, ich tue das jetzt. Ich weiß nur, dass ich also in wirklichen Stresssituationen mit einem sehr starken Bedürfnis nach Schokolade mich versuche zu beruhigen. Ein amerikanischer Panzer beschießt das Hotel Palestine, in dem die Kriegsberichterstatter untergebracht sind. 2 Reporter sterben. Ein Schock. Nicht nur für Antonia Rados. Niemand hatte mit einem amerikanischen Angriff gerechnet, eher schon mit einer Geiselnahme durch die irakische Armee. Kriegsalltag. Alle stehen etwas unter Schock. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich weiterarbeiten. Wir haben auch nicht sehr viele Möglichkeiten umzuziehen. Die meisten Hotels hier in der irakischen Hauptstadt sind geschlossen. Wir können auch aus der Stadt nicht ohne weiteres hinaus. Ich glaube auch, dass ich eigentlich nicht besonders mutig bin. Dass ich also eher eine sehr vorsichtige Kriegsberichterstatterin bin. Ein Höhepunkt des Krieges, der Sturz der Saddam-Statue direkt vor ihrem Hotel. Die Bilder haben symbolischen Wert. Der Krieg ist zu Ende, der Aufbau beginnt. Doch der Frieden, glaubt sie, ist noch lange nicht in Sicht.